Als Nächste am Wort Nicole Schreier von den Grünen Tirol. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseher hier und zu Hause. Wir besprechen hier heute die EU-Jahresvorschau 2017 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft. Dem Bericht werden wir sehr gerne zustimmen. Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen des Ministeriums, die den Bericht erstellt haben. Inhaltlich sind die Positionen der EU sehr übersichtlich zusammengefasst. Es ist eh schon sehr viel dazu berichtet worden. Aber schon wieder, und der Kollege Schennach hat es vorher gerade angesprochen, fehlt etwas ganz, ganz Wesentliches. Fast im gesamten Bericht, wie auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Herr Minister, nämlich die österreichische Position zu den Punkten. Und genau dieses Manko habe ich auch schon vor einem Jahr, vor zwei Jahren und vor drei Jahren, als wir die EU-Jahresvorschau 2014, 2015 und 2016 besprochen haben, angemerkt. Im Bundesverfassungsgesetz steht im Artikel 23, dass jede Bundesministerin und jeder Bundesminister zu Beginn jedes Jahres über die zu erwartenden Vorhaben des Rates und der Kommission zu berichten hat, sowie die voraussichtliche österreichische Position dazu. Das wäre nämlich einfach auch der viel spannendere Teil, ja? Dass wir wirklich wissen, was sagt Österreich zu diesen Punkten. Ich habe jetzt im Ausschuss einmal bei den Mitarbeiterinnen nachgefragt, ob das vergessen worden ist, auszurichten und versehentlich nicht weitergegeben worden ist. Schon hat es geheißen, aber es gibt halt nicht so allem eine genaue Meinung und auch endgültige Vorhaben. Das stimmt schon, das mag schon sein, aber eben in allen anderen, wie der Kollege Schennach vorher gesagt hat, in allen anderen EU-Vorhabensberichten der anderen Ministerien gibt es sehr wohl zu jedem Punkt der österreichische Position dazu und es wäre einfach wirklich sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, zu den meisten. Zum Beispiel im Landwirtschaftskapitel zu den Marktsituationen und Maßnahmen bei Schweinefleisch und Milch, da würde mich die österreichische Position brennend interessieren. Dazu, für welche Entwicklung setzt sich Österreich in der EU ein? Also wir haben die Situation vorher im grünen Bericht schon gesehen, dass es auch in Österreich einfach keine besonders gute Situation ist im Moment. Es braucht hier nach dem Fall der Milchquote und beim allgemeinen Preisverfall ein Umdenken. Es braucht eine Umorganisation mittel- und langfristig hin zu Qualität statt Quantität. Dahingehend, dass die Landwirtinnen für einen Liter Milch einfach faire Preise bekommen, dass Schweinefleisch beim Discounter nicht um 5 Euro das Kilo verkauft wird. Bei einem deutschen Discounter habe ich gestern sogar ein Angebot um 3,98 Euro gefunden. Das kann einfach nicht fair und nachhaltig und selbsterhaltend für die Landwirtinnen sein, von der Tierhaltung ganz zu schweigen. Und es kann einfach auch nicht gut sein für eine nachhaltige Entwicklung von Landwirtschaft, von Konsum und von Märkten in der EU. Das liegt einfach auf der Hand. Ebenso brennend würde mich interessieren, was die österreichische Position zur Verordnung über die ökologisch-biologische Erzeugung und die Kennzeichnung von ökologischen, biologischen Produkten ist. Beziehungsweise nicht zur Verordnung selber, sondern dazu, dass Kommission, Rat und Parlament da auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Da geht einfach nichts weiter. Die Verordnung, obwohl Anfang 2014, also vor drei Jahren, schon ein erster Vorschlag da war und vorliegt, ist immer noch nicht weitergekommen. Also was da dazu, welche Stoßrichtung Österreich da empfehlen würde. Im Umweltkapitel findet sich einige Male die österreichische Position, zum Beispiel bei der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Da ist eh gerade erst vor zwei Monaten eine Mitteilung vorgelegt worden, die im Umweltrat besprochen wird. Österreich steht dem sehr, sehr positiv gegenüber. Und ich hoffe auch, dass wir hier oder dass Sie hier bei der EU auch einen positiven Schub aus österreichischer Sicht mitgeben können. Und auch ich finde es sehr positiv, es ist im Ausschuss ein bisschen belächelt worden, dass Österreich eine Meinung zur integrierten Meerespolitik hat. Eine nachhaltige Nutzung der Meere ist aber sowas von nötig. Und es geht nur über eine gemeinsame und eine koordinierte Vorgangsweise. Ich finde es spitze, wenn sich auch ein Binnenland wie Österreich dafür einsetzt, weil Konsumentinnen sind wir Österreicherinnen auch alle dazu. Ja, ich werde mich kurz fassen. Es ist schon sehr, sehr viel über den Bericht gesagt worden. Wir nehmen den Bericht natürlich sehr gern positiv zur Kenntnis. Und ich freue mich auf den Bericht 2018, in dem sicher die österreichische Position zu den Punkten dann schon enthalten sein wird. Dankeschön. Nicole Schreier von den Grünen Tirol vermisst die Position Österreichs zu den in der EU-Jahresvorschau genannten Vorhaben und Schwerpunkte.